Hallo, ich heiße Magda Herr-Schaumbeck und das ist mein Atelier in der Südstadt. Der Tisch ist das Herz des Ateliers. Also alles drumherum, da sind sehr viele Schubläden, sehr viele Möbel. Aber hier passiert im Prinzip alles. Es wurde nicht geschont und jede Spur auf der Oberfläche zeugt von einer anderen Arbeit. Die Schubläden sind voll. Ich bezeichne mich selbst als Serientäterin. Das heißt, ich habe immer Serien der Arbeiten, die ich über längere Zeiträume bearbeite. Eine davon, das ist etwas, was die wenigsten kennen. Das sind zum Beispiel meine Träume. Das heißt, wenn etwas mich im Traum sehr beeindruckt hat, versuche ich das festzuhalten. Mal schauen, wie viel das wird, aber auf jeden Fall ist das schon eine Serie von, ich glaube, im Moment 16 Arbeiten, aber das entwickelt sich alles noch. Dies ist zum Beispiel ein Ölbild, Archipel, bei dem ich nach mehreren Schichten eine rhythmische Struktur für mich gefunden habe. Ein Bild ist eigentlich nie fertig, aber irgendwann mal sagt man einfach Stopp. Ja, ich beschäftige mich mit Malerei, mit Grafik, mit Objekt. Je nach Idee suche ich mir Mittel, um sie zu realisieren. Also ich bin nicht festgelegt auf eine Technik. Im Moment ist es überwiegend Fotografie, Malerei und Druckgrafik. Und alles passiert hier, das heißt, ich benutze keine Werkstatt für Druckgrafik. Ich mache das alles mit meinen eigenen technischen Lösungen, um ja, aus meinem Arbeitszimmer nicht rausgehen zu müssen.